Und damit sage ich Moin Moin und herzliche Grüße vom anderen Ende der Welt. Ich bin in einem neuen Land angekommen. Ich hoffe, man kann nicht verstehen. Ich stelle mich jetzt gerade mal hinter das Auto, denn es ist relativ windig hier. Ich bin im neuen Land angekommen. Ihr habt das vielleicht schon geahnt oder auf Instagram gelesen oder gesehen. Ich bin im Land der Kiwis angekommen, Neuseeland. Und das hier ist mein Pferd hinter mir. Und da bringe ich euch jetzt mal auf den neuesten Stand und mal rein, damit es ein bisschen... damit wir ein bisschen besser uns verstehen. Was ein bisschen ungewohnt ist, schon mal, ist auf der rechten Seite des Fahrzeugs einzusteigen. Das ist ziemlich ungewohnt. Ich mache euch wieder ein bisschen heller. So, jetzt könntet ihr mich weitersehen. Ja, ich bringe euch mal auf den neuesten Stand. Ja Leute, ich bin quasi von den Philippinen nach Sydney geflogen. Es hat ungefähr 8 Stunden gedauert, dann hatte ich 9 Stunden Layover dort. Bin dann nochmal nach Christchurch geflogen, Neuseeland. Und nach dieser ganzen Odyssee bin ich dann hier angekommen, habe noch eine Nacht im Hostel verbracht und am nächsten Tag dann diesen schönen Camper abgeholt. Und über den erzähle ich euch natürlich gleich auch noch ein bisschen mehr. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen, wie die Übernahme so gelaufen ist und woraus man da vielleicht so ein bisschen achten muss, bevor wir uns dann gleich am nächsten Spot wiedersehen. Bis gleich. Ja, dann erzähle ich euch mal, was es zu wissen gibt über die Fahrzeugübernahme. Also ich bin jetzt hier bei Mode Rentals gewesen. Das sind die, von denen ich jetzt gemietet habe. Man kann natürlich von allen möglichen anderen Leuten auch noch mieten. Das hier ist das Auto, was ich gemietet habe und wir sind jetzt gerade mal einmal um das Auto drumherum gegangen und ich habe mir die ganzen Schrammen, die noch mit so am Auto dran sind, die sollte man sich natürlich schon zeigen lassen und irgendwie dokumentieren. Beispielsweise, wenn man das jetzt mal so sehen will, da ist schon so eine richtig dicke Kerbe drin. Damit man dann im Nachhinein nicht dafür belangt werden kann. Das ist natürlich so die eine Sache. Dann sollte man so ein bisschen fragen, wie sieht es aus mit Benzin? Ist es Benziner oder Diesel? Also muss ich den voll zurückbringen? Das ist auch noch so eine Geschichte. Dann lässt man sich natürlich das ganze Auto so ein bisschen zeigen, was für Funktionen das Ganze hat. Ja, in Neuseeland ist es noch so, dass es einen großen Unterschied macht, ob euer Fahrzeug self-contained ist. Dafür gibt es dann so eine Plakette. Oder nicht. Self-contained bedeutet im Prinzip nur, dass ihr einen Dreckwassertank habt. Wie der da. Also ihr seht, hier ist eine Spüle und da ist einmal Frischwasser und einmal Dreckwasser. Genau, das Dreckwasser muss nämlich aufgefangen werden, um die Natur nicht zu verschmutzen. Und ihr braucht eine Toilette, die habe ich da hinten, die zeige ich euch später dann nochmal. Denn das bestimmt, wo ihr campen dürft. Auf sogenannten Freedom Camping Plätzen könnt ihr nämlich zum Beispiel nur über die Nacht verbringen, wenn ihr ein Self-Contained Vehicle habt, also ein Self-Contained Fahrzeug. Genau, und deswegen habe ich mir auch den hier genommen, damit ich dort schlafen kann. Ja, nebenbei muss man natürlich noch den ganzen Papierkram machen und da geht es hauptsächlich um das Thema Versicherung. Oftmals hat man schon als Deutscher eine Versicherung, die Haftpflichtschäden an einem Mietwagen mit abdeckt oder Zusatzversicherungen, die das mit abdecken. Dann braucht ihr euch da nicht großartig drum kümmern. Meistens ist in den Versicherungen in Neuseeland eine Versicherung mit drin. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass eine Versicherung mit drin ist, aber mein Selbstbehalt ist 3000 neuseeländische Dollar. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann muss ich bis zu 3000 neuseeländische Dollar bezahlen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Außer, wie gesagt, ihr habt irgendwelche Zusatzversicherungen aus Deutschland. Da müsst ihr euch dann aber über Versicherungskram, möchte ich nicht zu tief einsteigen. Ja, ansonsten braucht ihr eine Kreditkarte oder das Ganze in bar, um eine Deposit zu hinterlegen. Und das war es dann eigentlich auch schon. So, Leute, dann würde ich sagen, sind wir bereit, um loszufahren. Yeah. Ja, wenn man im Campervan unterwegs ist in Neuseeland, bedeutet es natürlich, dass man ein bisschen was einkaufen muss und sich hauptsächlich selbst versorgt. Und dafür gibt es einen tollen Laden, der ist Pack and Save. Den findet ihr eigentlich in fast jedem Ort. Und dort gibt es, sag ich mal, die günstigsten Rabatte. Und es ist ein recht großer Lebensmittelmarkt. Und da gibt es auch neuseeländischen Wein zum Beispiel für einen Spottpreis von 6-7 Neuseeland-Dollar. Also ich kann euch nur empfehlen, geht dahin. Wenn ihr irgendwie Camping-Equipment oder sowas braucht, dann rate ich euch, geht zu The Warehouse. Das ist sowas wie ein Baumarkt, nur haben die ein bisschen eine breitere Auswahl an Sachen. Also auch Zelte, Campingstühle und alles das, was ihr
zum Campen bräuchte. Ja, aber ansonsten seid ihr mit Pack and Save ziemlich gut aufgehoben. Und ja, ich bin hier gerade schon fleißig am Einkaufen, damit wir was zu essen auf der Tour. So, und das soll es auch gewesen sein. Ich habe jetzt alles gekauft, was ich hoffe, gedenke zu brauchen in den nächsten Wochen. So sieht jetzt mein Einkauf aus. Ich sage euch dann nochmal, wie viel das Ganze gekostet hat. Ja, das ist meine Einkaufsliste. 158,25 €, nicht Euro, sondern neuseeländische Dollar. Also ungefähr, ja, was werden das sein? 80 Euro so. Egal, ich blende euch das dann wieder ein, wie viel das ist. Und nur damit ihr mal seht, was ich alles so gekauft habe. Also Eier, Grünzeugs, alles Mögliche, ein paar Trauben. Trauben sind hier super günstig, weil Neuseeland Weingebiet ist. Deswegen bin ich auch nicht drum gekommen, zumindest eine Flasche Wein zu kaufen. Kartoffeln, Tomaten, Kräuter, Spülmittel, Milch, Tee, Toilettenpapier muss so unbedingt sein, logischerweise Kartoffeln, ein bisschen Fleisch- und Wurstsachen. Ja, und dann noch ein paar so Sachen wie irgendwelche Trockentücher und sowas, alles was halt hier jetzt nicht direkt mit dabei war. So, dann würde ich sagen, packe ich ein und gebe wieder zurück in die Zukunft. Ja Leute, und da bin ich auch schon beim nächsten Spot angekommen. Ihr seht hinter mir einen ziemlich coolen Fluss und da drüben ist noch so eine Brücke, die über den Fluss drüber fährt. Da bin ich gerade drüber gefahren mit dem Campervan und habe auf der anderen Seite eine ziemlich coole Stelle zum Campen gefunden. Und zwar ist das so eine sogenannte Freedom Camping Stelle. Wie die aussieht, zeige ich euch gleich mal. Ja, ich bin jetzt auf der Campsite angekommen und da seht ihr zum Beispiel, gibt es auch noch Dixie-Toiletten. Das heißt, man muss sogar nicht mal auf seine Toilette im Campervan gehen. Zu diesem Spaß kommen wir bestimmt sicher auch noch. Ja, und ihr seht, auch bei diesem Freedom Camping, auch wenn das so klingt, als ob man überall campen dürfte, wenn man so ein Self-Contained Vehicle hat, so ist es nicht, sondern es gibt trotzdem ausgewiesene Parkspots. Damit wollen die verhindern, dass es zu viele Leute sind, weil hier zum Beispiel in der Zeit dürfen auch nur 10 Leute parken. Und deswegen habe ich dort vorne meine kleine Box, zeige ich euch. So, da steht jetzt mein Baby, das ist mein Campingspot. Und hier drin habe ich noch einen kleinen Tisch. Dort hinten ist Spüle und alles drum und dran. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Machen wir auf. Tada! So, hier seht ihr jetzt Kühlschrank. Den können wir gleich mal aufmachen. Da seht ihr so das Wein drin und alles. Propangasflasche, um den hier anzuheizen. Das ist, wenn wir kochen wollen. Dann haben wir einmal das gute Wasser, das böse Wasser. Das wird dann Greywater Tank genannt. Mit einer Spüle und die funktioniert per Pumpe. Das heißt, hier pumpe ich und dann läuft das Ganze runter und in den anderen Tank rein. Ja, da drunter. Ja, da hinten seht ihr jetzt zum Beispiel meine Essensvorräte und dort hinten haben wir dann noch so ein bisschen Campgear. Da habe ich also einen Tisch und Stuhl. Wasser habe ich hier noch. Hier drunter ist die Batterie. Da kann ich einmal anschließen und zwar sogar ein richtiges Power. Auch von der anderen Seite, ich weiß, dass ihr es sehen wollt, hier ist der Squatty Potty drin, also unsere kleine Kassettentoilette. Wie die genau funktioniert, das zeige ich euch dann nochmal bei einer späteren Aktion, wenn das Ganze irgendwie so ein bisschen im Einsatz ist. Ja, und so sehen dann quasi die Hinweisschilder bei den Campingplätzen auf. Da steht dann alles drin, wo ihr campen dürft, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Das seht ihr dann alles dort. Das hier ist das Hanmar River Reserve. Da bin ich jetzt gerade und werde heute Nacht verbringen und wie ich das gefunden habe, beziehungsweise wie man allgemein die Campingspots hier in Neuseeland findet, das zeige ich euch, wenn ich wieder zurück beim Van bin. Ja, ich bin jetzt gerade wieder im Van und zeige euch jetzt mal, wie ihr die Campingplätze findet. Und zwar gibt es im Prinzip zwei größere Apps in Neuseeland. Das ist einmal Campermate und das andere ist Rankers Camping NZ. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Campermate gehen,
Dann seht ihr, gibt es dort eine, ja, mir gefällt die App total. Dann gibt es hier eine App und da seht ihr quasi Gesamt-Neuseeland und könnt euch auf dieser App dann könnt quasi wirklich ranzoomen an den Punkt, wo ihr zum Beispiel gerade seid. Wir sind jetzt gerade hier oben. Zoomen mal immer weiter ran und könnt euch quasi alle Campingplätze anzeigen lassen, alle Aktivitäten anzeigen lassen. Ihr könnt euch wirklich alles anzeigen lassen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel den Campingplatz, auf dem ich bin. Der ist hier auch eingezeichnet mit grün. Toiletten sind hier eingezeichnet und hier unten sind dann noch Aktivitäten eingezeichnet. Also hierüber findet ihr das alles. So, und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Gegend gefunden habt und ihr wisst, ja, okay, da wollt ihr hin, das ist übrigens eine Offline-Karte, die kann man sich auch runterladen, dann könnt ihr einfach draufklicken und dann seht, ah, Hanmar River Reserve. So, da können wir dann draufklicken und dann sehen wir, was gibt es dort für Möglichkeiten. Ja, also hier ist halt nur für selbstversorgende Fahrzeuge geeignet, also diese sogenannten Self-Contained Vehicles. Von wann bis wann kann ich dort campen? Also ich sag mal, stehen tue ich ja jetzt schon da kurz vor 8, aber schlafen, wann kann ich da wirklich schlafen? Und steht dort alles mit entsprechend drin, was für Sachen sind da noch in der Nähe? Ihr habt noch ein Bild, ihr habt gegebenenfalls Kommentare und Bewertungen von anderen Leuten. Und ja, also die App ist wirklich top und diese andere Rankers, die funktioniert im Prinzip genauso. Lohnt sich, glaube ich, beides zu haben und dann einfach mal ein bisschen zu vergleichen. Ich glaube, grundsätzlich haben die alle dasselbe, aber vielleicht findet man bei dem einen oder anderen nochmal einen besseren. Also ich habe jetzt rausgefunden für mich so, dass die Campers App irgendwie aktueller ist bis jetzt. Ja, gut. Ich habe gerade heute Abend nochmal gekocht und hier köchelt meine ja, selbstgemachte Chili con Carne so ein bisschen vor sich hin. Kartoffeln, Bohnen, Zwiebeln, Mais und Paprika habe ich damit reingemacht und noch ein bisschen gewürzt. Und dann hoffe ich mal, dass das gut schmeckt. Noch ein bisschen Hackfleisch ist mit drin. Yes! Erste Mahlzeit. Erstes Mal hier draußen campen. Richtig, richtig cool. Allerdings muss ich morgen mal noch was klären, weil einer von den Parkrangern war gerade hier. Die kontrollieren abends dann immer, ob die richtigen Leute, also nur die ein Self-Contained Vehicle haben, an den Campingplätzen stehen. Und der hat auf meine Plakette gezeigt und hat gesagt, die wäre nicht mehr gültig. Es gibt mittlerweile andere und auch die Camperfirmen müssen sich daran halten, dass die nämlich hier vorne irgendwo mit dran kommen. Und er hat gesagt, er lässt es heute nochmal durchgehen, aber ich soll morgen mit der Campervan Rental nochmal sprechen. Bin ja mal gespannt, was da mal rauskommt. Na, aber dafür lasse ich mir den ersten Abend heute nicht vermiesen. So, das ist meine erste Campervan-Mahlzeit. Tadadada, sieht eigentlich ziemlich, ziemlich gut aus. Ich bin stolz auf mich. Lange nicht mehr gekocht. ja, das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, weil wir haben morgen wieder was richtig, richtig Cooles vor. Ich habe nämlich ein kleines Schnäppchen gemacht. Und morgen früh geht's los. Schauen wir mal, wie wir dann geschlafen haben. Bis morgen. Ciao. Someone who reached in. You love to leave me, but I can't get out of this distress. It circles in my mind, and everything is just a mess. But I am doing fine. Heard one step spinning round. Decision now. Head won't stop spinning. Love me or let me out. Round the corner, I started seeking. Und mit diesen Bildern wünsche ich euch einen herzlichen guten Morgen hier von meinem Auto. Ich habe ziemlich gut geschlafen. Es hat die ganze Nacht geregnet. Das war ja irgendwie sehr beruhigend zum Einschlafen. Und wie ihr jetzt schon auf den Bildern wahrscheinlich geahnt habt, werden wir jetzt ein bisschen Jetboot fahren.
würde mal sagen, das war doch ganz spannend. Das war eine ziemlich coole Aktivität. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben kann, dann nur, falls ihr das in Neuseeland auch machen wollt, es gibt so eine Website, die heißt BookMe, beziehungsweise die haben auch eine App hier in Neuseeland, BookMe. Da findet man oftmals, dass die Veranstalter von solchen Sachen ihre Tickets für deutlich günstiger reinstellen, wenn sie merken, dass sie es wahrscheinlich nicht voll bekommen. So war es jetzt zum Beispiel auch hier. Ich zeige euch mal, wie viel das eigentlich gekostet hätte. Ich glaube, es waren 129 Neuseeland-Dollar. Und über die App habe ich es heute, ich musste dann halt um 11 Uhr herkommen, also man muss ein bisschen vorher planen, heute um 11 Uhr für 35 Dollar geschossen. Und das habe ich vorgestern gebucht. Und das 129 oder 35 ist schon ein Unterschied. Und so habe ich im Prinzip 20 Euro jetzt für die Stunde Jetboot fahren bezahlt. Und das war richtig, richtig, richtig geil. Das hat sich richtig gelohnt. Also kann ich nur sagen, absolute Empfehlung von mir. So, ich bin jetzt von Hanmer Springs weitergefahren und zwar in Richtung meines nächsten Stops, der heißt Kaikoura. Das ist eine kleine Küstenstadt, aber dazu dann in der nächsten Episode mehr. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, überall entlang des Weges, gibt es öfters mal auch in diesen kleinen Örtchen wie dem hier jetzt gerade, gibt es so Infoboards, wo die Gemeinde sagt, was es alles hier zu tun gibt. Es gibt Flyer, die man sich nehmen kann und bei den öffentlichen Toiletten, ne, wie jetzt zum Beispiel hier, da seht ihr, es gibt sogar... Da gibt es sogar Free Wi-Fi an den öffentlichen Toiletten. Das ist jetzt nicht besonders schnell, ja, aber man kann dort Free Wi-Fi nutzen. Das heißt, man bräuchte nicht zwangsläufig eine SIM-Karte, sondern könnte sich dann auch von Punkt zu Punkt hangeln, wenn man einmal sich eine Offline-Karte runtergeladen hat. Ja, und damit, hier drüben steht mein kleines Autochen, werde ich mich jetzt auf den Weg machen nach Kaikoura und da habe ich nämlich morgen wieder auch was richtig, richtig Cooles vor. Das habe ich auch über BookMe gefunden. Ne? Ja, aber dazu dann mehr in der nächsten Episode. Ich danke fürs Einschalten. Das war die erste Episode aus Neuseeland und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Eindrücke, mehr, was ihr noch in Neuseeland tun könnt und ja, mehr Tipps und Tricks zum günstigen Reisen gibt es dann in den nächsten Episoden. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank. Ciao, lasst euch gut gehen, geht raus und bleibt sauber. You know you have it all, it's just a state of mind. No matter what they say, you know you're always right. You got a heart of gold, the moon is on your side.